Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kindes auf Amelor. Ich bin jetzt den ganzen Weg jetzt genau zum Haus der Balan jetzt gelaufen, damit wir jetzt mal auch sehen, wo die Feen leben. Eigentlich leben die richtig cool. Schluss jetzt, Sterblicher! Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Halam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden. Überhaupt ganz Odarat. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ist auch eine Ich werde Frau. sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher. Aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Ein Dörfler hat sie angegriffen. Wir haben sie von der... Ich wollte gerade sagen. Ja, mir ist die steigende Anzahl von Menschen in Dalentart schon aufgefallen. Es muss an diesem Krieg liegen. Ich verstehe das alles nicht. Ach ja, die Euren erwarten doch für eine gute Tat immer eine Art von Trophäe, richtig? Ein Schmuckstück oder so etwas. Vielleicht ein andermal. Seid bitte so nett und übermittelt den Einwohnern von Gorhard eine Botschaft. Wir wollen ihnen nichts Böses und sie haben nichts von uns zu befürchten. Okay. Ich sollte nicht dabei gesehen werden, wie ich mich mit euch unterhalte. Das schadet meinem Ansehen. Alter, kack dich nicht an. Genau, kack dich nicht an. Hört mir zu, ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz gekommen. Zagrel ist tot. Es gab ein Ereignis. Eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Sir Zagrel ist gefallen. Eine sonderbare Kühle liegt in der Luft. Wie ein Wind, der durch die Bäume streicht. Okay, ich guck mich erstmal um, bevor ich mich mit dem da unterhalte. Bei mir, lasst mich euch ansehen. Ich bin Elova, Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch mögen. Bis zum nächsten Mal. Ich kann mir ich nichts. Freue mich schon darauf. Das ist eine Schicksals-Tusnelda. Bei mir bekommt ihr alles, was euer Herz begehrt. Du bist ein Alchemist? Okay. Leider habe ich hier schon. Ich bin auch ein bisschen vom Level her zu hoch. Was wollt ihr? Nix. Was willst du? Glianal. Ich versichere euch, dass es ein alter Kodex ist, genau wie in den Legenden. Faszinierend. Aber warum sollte sich der Kodex einem Kind des Staubs offenbaren? Ach ja, die sehen Menschen nur als Staub. Nicht als Menschen. Ja. Okay. Danke. Waffen geben, Rüstungs geben, ach du Scheiße. Ne, achso, wir müssen erstmal so, okay. Am besten, ich lese mir das irgendwo durch. Ich habe jetzt schon Schlüssel. Den Schlüssel kann ich, glaube ich, irgendwo mal verwenden. Okay. Und ich dachte schon, ihr würdet niemals hier auftauchen. Das hier ist Glianal, Wissensgelehrter des Hauses der Balladen. Gebt ihm den Kodex, dann könnte er vielleicht Antworten für euch haben. Dieser Feuer kann mir helfen. Ja, kann sie. Der Wissensgelehrte Glianal hat sich jahrhundertelang dem Studium des Wissens und alter Feiengeschichten gewidmet. Und der Kodex, den ihr gefunden habt, ist nicht einfach nur irgendein Wissensstein. Redet einfach mit ihm. Ich bin mir sicher, er kann ein wenig Licht in diese Angelegenheit bringen. Okay. Macht euch auf den Weg. Dieser... Achso. Ihr müsst Herrin Shears Freund sein. Sie spricht in den höchsten Tönen von euch, was so selten vorkommt, dass allein das schon eine Geschichte wert wäre. Aber lasst mich diesen Kodex sehen.
Könnt ihr das deuten? Was wollt ihr damit andeuten? Der legendäre Kodex des Schicksals. Als die Schicksalsweber ihren Orden gründeten, stellte ihnen unser Hochkönig seine Weisheit zur Verfügung, um ihnen zu helfen. Derartiges Wissen in Händen zu halten, ist ein gewaltiges Geschenk. Aber warum hat er sich euch offenbart? Weil ich kein Schicksal habe? Unsinn. Alle Kinder des Staubs besitzen eine Geschichte, die bereits geschrieben ist, noch bevor ihr euren ersten Sonnenaufgang erlebt. Also ich kann nur weniges entziffern, aber das hier ist seltsam. Der Kodex spricht von einer Ausnahme, einer Lücke und vom Ende der Endlosen. Das geht schlichtweg zu weit. Der Hochkönig hätte eine derartige Absurdität niemals als Weisheit dargestellt. Ist echt, glaub mir. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dies hier kann einfach nicht der Kodex des Schicksals sein. Es ist nichts weiter als eine äußerst beeindruckende Fälschung. Sie erzählt von Dingen, die einfach unmöglich sind. Von Veränderungen des Schicksals, dem Tod der Unsterblichen und weiteren Ketzereien. Diese Lügen dem Hochkönig zuzuschreiben, wäre Hochverrat. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr euren Kodex von hier entfernen könntet. Ich will mit diesen Lügen nichts zu tun haben. Wenn er überhaupt eine Bedeutung hat, könnte sie euch nur sein Verfasser erklären. Belästigt mich nicht erneut mit derartigem Unsinn. Er ist aber echt, mein Gott. Kack dich an. Glianal verbringt sein ganzes Leben damit, alte Geschichten zu verehren. Doch sobald man ihm etwas wahrhaft Neues zeigt, lehnt er es ab. Ja, es ist tragisch. Typisch. Was machen wir jetzt? Ist der Kodex wirklich gefälscht? Nein, ich verwette meine Klingen darauf, dass er echt ist. Glianal mag vielleicht ein äußerst gelehrter Scholar sein, aber es ist Ewigkeiten her, seit er etwas Neues lernen musste. Und die meisten Feien sind neuen Vorstellungen gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen. Wenn dieser alte Narr glaubt, der Hochkönig hätte den Kodex niemals geschrieben, ist es nur umso wichtiger, dass er ihn zu sehen bekommt. Nicht noch... nicht noch eine Feier. Wie kann ich mich mit ihm... Es wird schwierig treffen werden. Sein Hof befindet sich in der Stadt Ysa. Und der Zutritt zu ihren Gärten wird nur wenigen Sterblichen gestattet. Ich kenne jedoch jemanden, der es euch ermöglichen kann, sie zu betreten. Ihr müsst ihn allerdings allein aufsuchen. Mal wieder, warum muss ich alleine gehen? Nyralim ist jemand, der gerne für sich ist. Und er hegt einen Groll gegen mich. Allerdings ist jemand... vielleicht nicht die ganz richtige Bezeichnung für ihn. Ihn übrigens auch nicht. Nichtsdestotrotz findet ihr ihn im südöstlichen Dalentart in Kaer Nyralim. Geht einfach immer in Richtung des riesigen Baums und... nun ja, ihr werdet schon sehen. Okay. Viel Glück mit Nyralim. Vielen Dank. Und ignoriert alles, was er über mich sagt. Und was, wenn nicht? Was, wenn nicht? So. Jetzt. Weltliche gehören nicht in die Häuser der Feinde. Halt's Maul. Oh, ich hab den Schlüssel nicht. Achso, dich kann ich nicht plündern. Mit dir kann ich nur reden. Steh mal auf, Mann. Dies betrifft euch nicht, Sterblicher. Ihr würdet es... ihr könntet es nicht verstehen. Einer unserer meistverehrten Helden ist gefallen. Wow. Sir Sagrels Ableben bedroht seine Legende. Kein Sitz im Haus der Balladen darf leer bleiben, wenn die großen Geschichten nicht enden sollen. Und das darf niemals geschehen. Was ist das Haus der Balladen? Was ist mit... ja, genau. Was ist mit ihm geschehen? Sir Sagrel... Bezwinger von Osigan, Herr der Morgennebel und Verteidiger der Krone von Haxi, war einer unserer meistverehrten Ritter. Seine Legenden haben Generationen überdauert. Er ist vor mehreren Tagen aufgebrochen, um gegen den Graborka, seinen berühmtesten, legendären Feind, in die Schlacht zu ziehen. Doch es gab einen Zwischenfall, eine Wendung in der Geschichte.
In dieser Erzählung war es der Borka, der Zagrel besiegte. Einen derartigen Ausgang hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, ihr findet einen Ersatz. Ich möchte seinen Platz einnehmen. Ihr seid kühn. Doch auf diese Art werden die Geschichten im Haus der Balladen nicht erzählt. Allein ein würdiger Feienheld kann seine Aufgabe erfüllen und seine Legende zu Ende schreiben. Doch dies sind seltsame Zeiten. Die Magie webt sich selbst in neue Muster und es gibt Veränderungen. Das Einzige, womit wir Feien keinerlei Erfahrung haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den anderen Anwärtern anschließen. Auch ihr könnt versuchen, den Graborka zu besiegen, Zagrels Ring zu bergen und seinen Sitz im Haus der Balladen einzunehmen. Jo. Nun geht und macht das Lied zu eurem Ein. Guck mal. Die wollen alle seinen Platz. Und ich gehe da alleine hin. Ja. Ich muss erstmal hier raus. Dies ist kein Ort für euch. Ja, ist klar. Behandelt mich als irgendwas anderes. Ihr seid richtig gemeine Hunde. Guck mal, den Ort habe ich schon entdeckt. Ich wusste schon, dass die Höhle von Interesse sein könnte. So. Oh, eine Geschichte. Sir Zagrel war gewitzt, stets fröhlich und charmant. Ist durch seine Taten allgemein bekannt. So kommt und lauscht dem Lied. Dem Lied vom Meisterdieb. Können wir? Ja. So. Dreister Staubling, ihr habt keine Rolle in der Erzählung der Feien. Diese Geschichte gehört einem von uns, nicht irgendeinem Welpen, der frisch aus der Wiege gekrochen ist. Zuerst diese seltsame Maid und jetzt das. Was wollt ihr hier in Gorgoath? Ich möchte helfen. Okay, wir möchten nur helfen. Ach, Zagrels Legende ist wahrlich dunkel. Und wir könnten jede verfügbare Hilfe brauchen. Ihr könnt bleiben, aber der Sitz wird niemals von einem Sterblichen besetzt sein. Dessen bin ich mir sicher. Wenn wir kommen zu sagst. Spät, um den Borka bei seiner Mahlzeit zu erwischen. Jetzt schläft die Bestie, beschützt von den Ranken und Gräsern von Gorgoath. Aber noch ist nicht alles verloren. Wenn wir die Wurzeln vernichten können, bevor sie Halt finden, können wir die Bestie aufscheuchen. Kommt, ich beschäftige den Borka und ihr sucht nach den Herzranken. Jo, ich darf wieder die ganze Arbeit machen und ihr seid nur wieder am Chillen. Geh mal aus dem Weg, Kollege. Hier müssen Profis an die Arbeit. Oh Mann. Er ist ein Magier. Plündern. Nehmen wir mal alles mit. So. Yo. Erstmal alles niedermetzen, ne? Komm mal her. So ist gut. So ist gut. Jetzt tun wir einen Knopf. Ehrlich, ich... Nein, oder? Ich dachte schon. Nein, doch nicht. Ich dachte, ich müsste jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Auf eine Art und Weise wäre das dann traurig gewesen. Wohin schießt du, Bro? Karte wechseln.
Jetzt machen wir hier wieder Larifari. Immer muss man erstmal so Zwischenmissionen machen. Kommt mal alle her. Was? Du hast dir eine Krankheit. Ach so. Ich habe eine Krankheit? Status? Effekte? Oh, minus 15 Rüstung. Da hinten ist noch eine Kiste. In jene Kiste. Wir haben gleich keinen Platz mehr. Gehe ich richtig? Ja. Wir sind auf den richtigen Wege. So. Zack, zack. Erledigt, erledigt. Dir. Der arme Wicht. Also als ich einen Magier gespielt habe, ging ich nicht so ab mit den Zaubern. So. Ja, das ist hier ganz komisch. Wenn man selber Magier spielt, ist das nicht so geil. Aber sieht man die, ist schon heftig. Aber das ist ja wieder was anderes. Ihr habt ihn umgebracht. Der arme Bro ist tot. Und ihm interessiert das nicht, dass seine Freunde sterben? Ich weiß nicht. So. Du hast ihn besiegt. Okay. Nicht lange Fackeln hier. Ich habe hier keine separate Taste zum Anvisieren. Nein. Alle erledigt, aber dich möchte ich. Zack! Schuss, Schuss, Schuss und... Leertaste. 75%, ja, ist okay. So, hast du irgendwas? Wow. So schlimm war das doch gar nicht. Nö, war es auch nicht, weil ich ja die ganze Arbeit gemacht habe. Aber kein Problem. Jetzt muss ich noch den Ring holen. So. Durch Wein und liebliche Gesellschaft vergaß er seinen Kummer. Fiel nach langem Liebesspiel in einen ewigen Schlummer. Ja, danke. Zumindest weich im Gras. Er war schließlich kein Dummer. Alter. Schaden, das ist gut. Aber ich muss ja alles nehmen. Wie kann das sein? Sir Zagrel ist tot. Ja. Ich verstehe das nicht. Ich schon. Eine derartige Tragödie war nie Teil dieses Liedes. Nicht in allen Zyklen der Erzählung.
Am Ende dieser Ballade besiegt Zagrel den Grabmorker. Er ist siegreich. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, aber irgendwie hat sich das Lied von Sir Zagrel verändert. Mhm. Hört nur, wir sind nicht allein. Nein. Das gefällt mir nicht. Bergtroll? Noch einer. Jetzt geht ihr zur Sache. Du gehst... Okay, wir sind jetzt wirklich alleine. Alter, du gehst ja richtig ab. Was ist los mit dir? Sofort. Aber die restliche XP möchte ich schon gerne mitnehmen. So. Und ich will gucken, ob ich hier noch Loot. Die sind jetzt alle tot. Und das waren eure besten Krieger. Ich bin leicht enttäuscht. Ein Skelett? Hat dieser Skelett eine Nachricht für mich? Nein. Aber hier ist noch eine Statue. Die ich leider nicht aktivieren kann. So. Ab und zu muss man ein bisschen... Was war das denn? Keine Ahnung. Achso, ich hab nur... Achso, ich wurde Level... Ups, ich bin ein Level ab. Wow. Sinnesschärfe? Gehen wir jetzt auf Sinnesschärfe? Ein Punkt. Überzeugung habe ich ja. Hier kann ich jetzt auf Stufe 16 weitermachen. Komm, wir machen jetzt einmal Sinnschärfe. Der Skill ist gut. Finde ich gut. Ich muss das nur mal lesen. Achso. Bist du aktiv? Hab ich nicht geguckt. Aber du bist aktiv, das weiß ich. Gut, das ist heftig. Gut. Bestätigen, schließen. Achso, du bist dann aktiv, wenn ich dich... So war das. So, jetzt sehe ich auch, in welche Richtung sie gucken. Könnte von Vorteil sein. Alles Niedermetzeln. Krass, alle tot. Ich bin der einzige Überlebende. Auf eine Art und Weise ist das schon... traurig. Ich habe nur allein überlebt. Was soll ihn man sagen? Wie viele fehlen mir denn noch? Status, Wissenssteine. Ich muss mal gucken. Ach so, mir fehlen noch zwei. Gut. In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Reingehauen.